Letzter Spieltag in der zweiten Bundesliga Nord der Herren. Der Bielefelder TTC war zu Gast im Grunewald. Die Mannschaft des TC 1899 Blau-Weiß Berlin wollte ihren Fans zum Abschluss nochmal ganz großes Tennis bieten. Gegen den starken Vierten der Liga allerdings keine leichte Aufgabe. Leider hat uns die Match-Tiebreak-Bilanz so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben sehr viele gute Matches gespielt, 4x4, 5 verloren. Und da sind ein, zwei Siege, die uns jetzt am Ende fehlen. In den Einzeln sollten die wichtigen Matchpunkte geholt werden, um den vorletzten Rang zu sichern. Denn so könnte man die Klasse vielleicht noch halten, falls die Liga auf 10 Mannschaften aufgestockt wird. Eventuell gibt es da noch eine ganz kleine Chance am grünen Tisch, weil es wird diskutiert, die Liga aufzustocken auf 10. Und deshalb wollen wir uns heute hier nochmal ganz gut präsentieren. Die Berliner Jungs starteten gut und gewannen die ersten Sätze allesamt souverän. Starke und umkämpfte Ballwechsel wie hier zwischen Bastian Wagner und dem Bielefelder Valentin Günther wurden den Zuschauern nicht zu wenig geboten. Ja, ich bin zum Anfang sehr gut reingekommen, habe leicht 3-0 geführt und Match-Tiebreak, enge Kiste, habe ich 4-2 geführt. Im Endeffekt habe ich den letzten entscheidenden Punkt mit einem Passierball gemacht und habe dann 6-8 den Match-Tiebreak gewonnen. Ein Erfolg jagte den anderen. Trainer und Spieler des TC Blau-Weiß belohnten sich mit phänomenalen 6 Siegen in 6 Einzeln. Perfekte 100%-Quote. Auch Jesper Freimuth, der Jüngste im Bunde, steigerte sich innerhalb des Matches immer mehr und gewann letztendlich mit 7-5 und einem klaren zweiten Satz 6-0. Beim zweiten Satz hat mein Gegner dann ein bisschen geschwächelt von Anfang an, ein bisschen Schwäche gezeigt und dann habe ich 6-0 den Satz zugemacht. Ja, jetzt haben wir sind einfach mit dem Gedanken reingegangen, dass wir vor dem heimischen Publikum nochmal alles geben, nochmal schauen, was wir holen können und hier das Publikum noch vielleicht ein bisschen begeistern können. Ich denke, das haben wir soweit geschafft. Ohne Druck konnte jetzt in den Doppeln aufgespielt werden. Der Spieltag war bereits gewonnen. Auch hier brachten die Jungen Freimuth und Jakob Hütten einen Sieg nach Hause. Die anderen Doppel gingen zwar knapp an die Bielefelder, doch Platz 8 der Tabelle war gesichert. Und die waren hier heute, das muss man sagen, also ganz ausgezeichnet. Wir haben bei den Doppeln jetzt die Match-Tiebreaks gehabt in 2 Fällen und ein Doppel haben wir zum Glück gewonnen und alle Einzel. Und das ist uns jetzt zum ersten Mal gelungen, da freuen wir uns natürlich alle. Wir werden sicher uns ein bisschen neu auch ausrichten müssen. Aber eins ist klar, unser Augenmerk liegt auf den Nachwuchsspielern hier aus dem eigenen Verein. Alles in allem ein gelungener letzter Spieltag und eine würdige Verabschiedung aus dieser Saison.